Kommen wir nun zu den Präsidentschaftswahlen in Russland, mit denen sich Dieter Dehm beschäftigen wird. Entscheiden, wenn die Genickschussanlagen wieder da sind. Bis dahin sagst du, Russland, Demokratie-Nachhilfe, bitte ohne Deutsche. Ja, also wenn ein solcher Vorgang wie in Berlin bei der Wahlfälschung, die ja durch mutige Leute wie Marcel Lute und Roland Tichy und andere aufgedeckt werden mussten, und nicht erstmal nicht von den offiziellen großen Zeitungen, wenn da sowas vorgekommen wäre, dann wären natürlich unsere Nachrichten voll gewesen. Und sie haben sicherlich, trotzdem sie keine offiziellen Wahlbeobachter haben dürften oder gehabt haben, da ihre Leute gehabt vor Ort, die sowas sofort aufgenommen hätten und über alle möglichen Geheimdienstkanäle, die dann meistens den Stempel von Nawalny oder anderen Dissidenten tragen, dann hätten sie das hier in die Medien auch gepusht. Jetzt entscheiden deutsche Medien, was in Russland Opposition ist. Ich will das nur noch mal sagen, Bernie Sanders, also der Kandidat der Herzen in den USA, konnte nie kandidieren, weil er schon im Vorfeld durch die innere Bürokratie der Democratic Party rausgesondert worden war, obwohl er beträchtliche Prozente in der Bevölkerung an Beliebtheit gehabt hat. Also da sind wirkliche Oppositionelle ausgeschaltet worden, wie in Russland. Und ja, man kann glauben, dass wenn jetzt Nawalny kandidiert hätte, Putin nicht gewählt worden wäre. In der Tat hatten wir 72% Wahlbeteiligung und 87% hat er davon, hätte er vielleicht 84% gehabt oder so irgendwas. Aber das ist ja nun auch wieder eine dieser Legenden. Ich will das nur noch mal deutlich sagen. Also 1996, der Dschuganow, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, gegen Jelzin kandidiert hat, wurde Jelzin unterstützt A von Putin und B von CIA-Wahlhelfern. In allen Umfragen. Was? Wahlkampfteam von Clinton, die auch die Grünen in die Regierung gepusht haben. Genau, genau. Und in allen Umfragen lag Dschuganow deutlich vor Jelzin, der, von denen man ja immer sagte, dass Boris Jelzin nach langer, schwerer Krankheiten ohne das Bewusstsein zurückerlangt zu haben, dann wieder Präsident wurde. Jedenfalls ist dann das erstaunliche Ergebnis eingetreten, dass Dschuganow 33% hatte und Jelzin 35%. Das war eine reine Wahlfälschung. Mit unterstützt von US-Wahlkämpfern und CIA-Leuten, aber auch von Putin. Also Dschuganow ist ein Oppositionspolitiker. Der wird überhaupt nicht erwähnt. Das ist eine Kreml-Partei. Natürlich ist es eine Kreml-Partei insofern, dass sie in der Duma sitzt. Aber das ist eine dieser Lügen, die in einem Land statt, von einem Land vorgetragen werden, was aufgebaut wurde, ich habe die Namen vorhin genannt, mit Reinhard Gehlen, dem Spionagechef von Adolf Hitler, der vom CIA übertragen bekommen hat, die Gründung des Bundesnachrichtendienstes, die bis dahin Gruppe Gehlen hieß, von Klopke, Hans Klopke, der die Gesetze so umgetrimmt hat, dass sie Auschwitz-fähig wurden, also die Wannsee-Konferenz erst möglich gemacht hat. Der war Kanzleramtschef und Staatssekretär bei Adenauer. Von einigen anderen, von Hermann Josef Abs, der Auschwitz finanziert hat und dann einer der führenden Wirtschaftsmagnate und Kapitäne in dieser westdeutschen Bundesrepublik wurden. Und jetzt kommt eine neue Erkenntnis, dass damals schon über alle Wahlkampfsitzungen internster Art des SPD-Vorstands mit Erich Ollenhauer und Willy Brandt, Adenauer von Herren wie Ortloff und Ziegler, zwei SPD-Leute, die dort dabei saßen, der eine von beiden hat Protokolle beim SPD-Vorstand über die Wahlkampfführung geführt, also das alles protokolliert. Diese Protokolle gingen 1:1 in das Wahlkampfteam von Konrad Adenauer, sodass er dort, genau das wie in Watergate, mit illegalen erworbenen Informationen den Wahlkampf der SPD genau kannte und dagegen dann seine Skandalisierungen durchziehen konnte. In einem Land, das eben nicht den Völkermordanspruch Russlands erfüllt, was Leningrad anbetrifft, was ja jetzt sozusagen sich auch jährt. In einem Land, das, wo führende Politiker sich nicht an große Volksbewegungen gegen Guantanamo, was es immer noch gibt, gegen Abu Ghraib, wo wir die Bilder gesehen haben mit der kleinen Soldatinnen, die da die Männer an den Halsbändern herumgeführt hat. In einem Land, was sich bekennt zu dem Judenschlechter Bandera und gleichzeitig hinnimmt, dass ein Harvey Smotrich und ein Harvey Ben-Gvir, also zwei Minister im Netanyahu-Regime, sich offen als Faschisten preisen beziehungsweise für Völkermord und Vertreibung von Palästinensern einsetzen. In einem Land, in dem jetzt das Streikrecht eingeschränkt werden soll, ihr erinnert euch alle, das ist ein Kernstück der bürgerlichen Demokratie, dass das Proletariat die Fähigkeit hat zu streiken. Jetzt soll das eingeschränkt werden und in einem Land, in dem dann eben auch
die FDP neben der Einschränkung des Streikrechts dafür eintritt, dass andere demokratische Rechte in den Betrieben eingeschränkt werden und Frau Stark-Watzinger dafür eintritt, dass wir Zivilübungen, natürlich Kriegsübungen, an den Schulen endlich einführen. Dann ist man fast dankbar, bin gleich fertig, dann ist man fast dankbar, dass CDU-Minister noch sagen, wir sollen nicht kriegstüchtig, sondern erst einmal schultüchtig werden in Deutschland. Und allerletzter Satz, ich habe das ja vorhin schon angesprochen mit Italien. In Italien ist, als es eine solche Wo wir schon bei zivilem Widerstand vorhin waren, hier gibt es den tatsächlich. Also die Gewerkschaft für Wissenschaft und Erziehung, GEW, die spricht für Erziehung und Wissenschaft, die spricht sich, Militarisierung der Schulen, die spricht sich gegen solche Kriegsübungen und so einen ganzen Schwachsinn aus. Also hier gibt es tatsächlich mal eine Gewerkschaft, die der Politik ein bisschen Widerstand leistet. Also sollte man an der Stelle vielleicht mal erwähnen, bei diesen ganzen verrückten Kriegsplanungen, die mittlerweile an unserem Bildungssystem Einzug erhalten sollen. Alternative gab und der Christdemokrat Aldo Moro und der Kommunist Enrico Berlinguer sagten, wir machen eine Regierung, eine nationale Regierung des historischen Kompromisses, dann Aldo Moro und der angeblich natürlich Rote Brigaden ermordet worden. In Wirklichkeit war das natürlich der CIA und Gladio, die ihn ermordet haben, um diesen historischen Kompromiss von Seiten des CIA kaputt zu machen. Von diesen Ländern darf sich Russland mit Recht jede Nachhilfe in Sachen Demokratie, jede Definition, was sind bürgerliche Wahlen und jeden Eingriff jetzt auch in die Konten von Bürgern Russlands verbitten. Und sagen, wir gehen unseren Weg, so wie andere Länder auch. Ob der lupenrein demokratisch ist, weiß ich nicht. Ich habe in den westlichen Regimes, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, alles, aber keine lupenreine Demokratie, ja sogar einen so radikalen Demokratieabbau erlebt, wie lange in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Peter, ich weiß ja gar nicht, was du willst. Ozeanien stand immer schon im Krieg mit Ostasien, das wissen wir seit 1984. Also irgendwie. Und du weißt ja, wer das Vorwort geschrieben hat für die jüngste Auflage, oder? Kein Scherz. Nein. Ja, ein gewisser promovierter Literaturwissenschaftler. Ach, nein. Das Amt des Wirtschaftsministers spielt. Also, oder irgendwie ein Schauspieler hat. Kein Scherz. Und ihr wisst auch, aber komm, wenigstens da enttäuscht mich nicht. Ihr wisst auch, wer dieses Buch kürzlich empfohlen hat. Ich glaube, zu Weihnachten mit einem kleinen Video. Wahrscheinlich Böhmermann. Nein, das grüne Gewölbe höchst selbst hat gesagt, ja, das Buch auf ihrem Nachttisch liegen. Das ist kein Scherz. Also das Ganze, ich bleib dabei, ihr Lieben, das Ganze ist ein Ding von Snickling, er hat recht. Also entweder ist es eine Simulation, in der wir sind, die so aus dem Ruder gelaufen ist, oder das Ganze ist ein Drehbuch, das ich ein Dauerkiffer, so nichts gegen Snickling, ich weiß nicht, ob der Dauerkiffer ist, aber man kann sich... Nichts gegen Haschisch, nicht gegen die Haschisch-Legalisierung. Da bist du dir mit Lauterbach einig, ja? Ja. Also Lauterbach macht es falsch, aber ich bin für die Legal, ich bin gegen jede Kriminalisierung von Drogen, bin aber auch für einen sehr, sehr maßvollen Gebrauch von Drogen, bin dafür, dass man in den Schulen mit einem bejahenden Gestus sagt, warum man das einsparen soll. Gelegentlich alle 14 Tage darf man mal kiffen und einmal in der Woche darf man auch mal 2-3 Glas mehr trinken, aber das muss eben Maßen ziehen. Aber das ist jetzt ein Exkurs, der wirklich... Ich wollte gerade sagen, es interessiert natürlich alle sehr, was Dr. Dieter Dehm an Gesundheitsverhalten empfiehlt. Da kommen wir dann vielleicht ein andermal dazu. Aber Kevan, der Punkt, den er ja machte, ist völlig zu Recht, dass wir als, sagen wir, gerade mal demokratisch herausgeforderte Nation vielleicht gerade keine Wahlnachhilfe an andere geben sollten. Nein, das ist so dieses Selbstbild, das wir haben, dieses Selbstherrliche. Und das, ich sehe auch die Leute, die in den Nachrichten lesen, sagen, die mit ihrem Jagdhund und dem Landy gerade neu und dann durch den Hamburger Stadtpark. Ich weiß genau, was das für Typen sind, die sich für die Aufgeklärten, ja, und so diese Bildungsbürger, die aber eigentlich Trittbrettfahrer sind, also die nie einen Finger krumm machen würde, wenn es gefährlich ist. Genau, also es ist ja so, wenn man sich anschaut, wenn Putin gewagt hätte zu sagen, dass ein lebender Oppositioneller, der eine Partei führt, dass dem die Bürgerrechte aberkannt werden sollen, was meinst du, was hier los wäre? Das sagen wir aber über Herrn Höcke. Da muss man immer dazu sagen, man muss Herrn Höcke nicht mögen, darum geht es gar nicht. Oder Martin Söhne, entschuldige, wie er gerade aus Potsdam seine Ausweisungspapiere bekommen hat. Obwohl er Bürgerrechte und der... Richtig. Und der Staat soll eigentlich den Bürger schützen vor Unmacht. Aber jetzt wird der Staat gefährlich. Und das ist genau der Punkt. Der Staat wird ja noch gebraucht, um Konzerninteressen gegen den Bürger durchzusetzen. Deswegen bin ich immer mehr dafür, diesen Staat maximal einzuschränken. Dieser Staat ist gefährlich. Und wenn dieser Staat und diese Regierung ihre Gruppe um 11.000 Leute erweitert haben, was machen die da eigentlich? Die machen ideologische Kriege, planen die gegen so. Und das heißt, es wird eine Stimmung auf der Straße erzeugt, dass man nicht mehr weiß, was man sagen und nicht sagen darf, aber dass man irgendwie verwirrt ist und denkt, also ich habe ja. Naja, so pauschal würde ich das nicht sagen. Also die staatlichen Repressionsapparate, die sollten abgeschafft werden, sowas wie Verfassungsschutz beispielsweise, sollte ersatzlos gestrichen werden. Aber so grundsätzlich, Staat sollte eingeschränkt werden. Ja, der Staat ist auch für die Rentenversicherung zuständig. Also da sollte der Staat nicht eingeschränkt werden. Da sollte der Staat sogar eine noch höhere Rente garantieren. Also um ein Problem der Altersarmut in Deutschland endlich Herr zu werden und dafür zu sorgen, dass, ja, die alten Zustände am Rentensystem wieder Einzug erhalten.
Ich meine, es war ja vor 25 Jahren, als der Staat hier mehr interveniert hat, wesentlich besser als heute. Und im Vorfeld die Anekdote erzählt, ich komme aus dem Ausland in diese Stadt geflogen und stehe noch eine halbe Stunde auf dem Rollfeld in Berlin, weil es gibt keine Runway und es gibt keinen Bus. Und als ich dann drin ankomme, läuft das Förderband nicht, dann steige ich über die Obdachlosen im Flughafen und an der Autovermietung. Normal, was willst du eigentlich? Ja, und der Autovermietung, da ist dann schon zu, da sind alle nach Hause gefahren auf einem internationalen Airport. Aber ganz, ganz wichtig, auf der Herrentoilette gibt es überall Hygienebeutel für die Unentschiedenen. Das finde ich Wahnsinn. Und deswegen, mir fällt dazu nichts mehr ein, weil das ist kein Joke, dass ich gucke immer, es muss versteckte Kamera sein. Nein. Ja, oder Nordlink. Ja, ich habe neulich mal versucht, das werde ich nie wieder tun, im Flughafen eine Reise zu buchen. Nach 3 Stunden ohne funktionierenden Computer in den 3 Reisebüros habe ich aufgegeben und habe dann oben 64 Euro bezahlt für Quality Parking. Das ist alles irre. So, und das ist dieses Land, aber die dann den Talkshows auftritt mit einem Gelaber und einer Geste, wo ich denke, sag mal, warum lachen die Leute nicht? Und dann immer auch für mich relativ bigott, wird man dann mehr oder weniger mal vorgeführt, nicht vorgeführt von dem Herrn Lanz, der sich auch nie richtig bekennt. Ich meine, ich habe ja gesehen, was er hier, glaube ich, bei Hotel X gemacht hat. Ja, nach dem Motto, er ist eigentlich der nette Junge von gegenüber. Und das sind genau diese Mietintellektuellen, er gehört jetzt nicht dazu, er ist ja kein Intellektueller, aber er hat diese Mietleute, die je nachdem, wer sie gerade bezahlt, da gehört für mich übrigens auch Reichelt dazu. Ja, der macht zwar einen guten Job, aber der schläft trotzdem unter der amerikanischen Flagge. Ja, und steht voll. Also, wo wir schon bei beispielsweise Berichterstattung über Ukraine oder Nahostkonflikt sind, würde ich mal anzweifeln, dass Reichelt einen guten Job macht. Er hat einige Dinge aufgedeckt. Die Regierung massenweise Journalisten bezahlt, damit die Regierungspropaganda verbreiten. Das hat Reichelt tatsächlich gemacht. Aber wäre ich schon sehr vorsichtig. Hinter dem, was Israel macht, überhaupt keinen guten Job mehr. Entschuldigung, das ist ein reines CDU-Werbeportal geworden. Ja, ich weiß. Geworden, das war es von Anfang an. Also es wird von Frank Gotthardt finanziert. Der sitzt im, der ist Ehrenvorsitzender des Wirtschaftsrats der CDU Rheinland-Pfalz. Also da muss man jetzt nicht überlegen. Also wenn ein CDU-Milliardär sich da ein Portal aufbaut, ja, dann verbreitet dieses Portal CDU-Propaganda. Und ob es das jetzt seichter macht und versteckter oder offener, das ist dann relativ egal. Die Schlagrichtung ist immer die gleiche. Das sieht man dann bei Themen wie Nahost oder Ukraine. Ja, aber der weiß eben, das ist auch opportunistische Politik. Aber man bietet den Leuten ja Strohhalme an. Und da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll, weil inzwischen ist es so, es ist offensichtlich. Aber was ich am allerschlimmsten finde, ist, es ist für viele Leute, die Grips haben, offensichtlich, aber mit der Offensichtlichkeit steigt ihre Feigheit, so zu tun, als wüssten sie es nicht. Und es gibt einen neuen Volkssport in Deutschland, an dem ich nicht teilnehme. Ich bin dafür nicht gelenkig genug im Kopf. Das ist das Wegducken. Es wird sich nur noch weggeduckt und ich finde das einfach nur noch widerlich. Und deswegen kann ich nur sagen, wird ja vielleicht auch mal eine Schlagzeile für uns sein, raus aus Deutschland. Ehrlich, raus. Mal gucken. Ich will noch einen nachschieben, weil aus... Stimmt, Paul Brandenburg ist doch draußen aus Deutschland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aktuellem Anlass, weil ich glaube, dass tatsächlich all das oder die Klammer für das, was ihr alle völlig zu Recht gesagt habt, besagter Martin Sellner ist, der Mann, der selbst wohl von sich sagt, er sei ehemaliger Neonazi, wird ja von den einschlägigen Staatsorganen immer wieder als der Rechtsextremist betitelt, wenn er jetzt irgendwo genannt wird. Wir erinnern uns, Martin Sellner trat in Potsdam auf vor einiger Zeit, stellte dort seine Ansichten über Remigration vor, also die massenhafte Remigration, also die Zurückführung von illegalen Ausländern. Daraus machte das Lügenportal Korrektiv mit der Kohle des Bundeskanzlers die Falschmeldung. Martin Sellner würde die Deportation von Staatsbürgern vorschlagen, das Ganze sei ein Rechtsradikalen Treffen. Erwiesenermaßen ist das alles falsch. Bestens dargelegt von verschiedenen Portalen, nichts als eine Lügenkampagne. Heute aber, beziehungsweise gestern schon. Zumal da bei dem Treffen ähnlich viele CDUler wie AfDler da waren. Das heißt, man hätte das genauso gut als CDU-Treffen framen können. Von diesem Tag ausgerechnet, hat das Ausländeramt der Stadt Potsdam unter rot-rot-roter SPD-Führung beschlossen, dass Martin Sellner die Einreise in das Gebiet, wo früher mal das Grundgesetz galt, jetzt auf 1 Jahr verboten wird. Der ja hier, ja, warum eigentlich? Also es ist ihm verboten, hier einzureisen, obwohl er keinerlei Gesetze gebrochen hat. Kurz zuvor, erinnern wir uns, ist Martin Sellner aus einem schweizerischen Kanton hinausgeleitet worden. Dort hat er für 3 Monate Betretungsverbot bekommen, weil er formaljuristisch, wie es sich darstellt, offensichtlich tatsächlich an einer Veranstaltung gesprochen hat, die zuvor verboten wurde. Also zusammengefasst, die Schweiz erlaubt
einem Menschen, der tatsächlich offensichtlich formal gegen einen Erlass verstoßen hat, für 3 Monate das Betreten eines begrenzten Ortes nicht mehr, aber sehr wohl die Einreise in das Land. Während Deutschland ohne jeden formalen Verstoß, ohne jeden Gesetzesbruch auf 3 Jahre einen EU-Bürger trotz aller Freizügigkeitsgesetze komplett die Einreise in das Land verbietet. Also wer jetzt nicht begreift, dass dieser Staat hier, also dieser Rest einer früheren Bundesrepublik, ein offener Unrechtsstaat ist und mit illegalen Methoden gegen seine politischen Gegner kämpft, dem ist nicht mehr zu helfen. Und da hat jemand völlig recht. Das Ding ist verloren und man muss sich jetzt fragen, wie man vielleicht von außerhalb etwas machen kann. Wir reden noch ein bisschen über die Wahlen in Russland. Also darüber hätte ich jetzt schon noch gerne ein bisschen geredet. Das ist ja sehr interessant. Ich hatte zu dem Thema Dominik Reichert bei mir im Stream zu Gast. Das Interview gerne an. Das ist sowohl auf YouTube als auch auf Rumble als auch auf Odyssee verfügbar. Also schaut da gerne mal vorbei. Ihr könnt das selbst dann noch schauen, wenn mein Kanal hier auf YouTube gelöscht werden sollte. Kann. Nein, Dieter? Nein, weil es gibt auch für Martin Sellner den Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es gibt andere Rechtsmittel, die er einlegen kann. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Chancen da sehr gut für ihn stehen, dass er das aufheben lässt. Und dann geht in den Köpfen auch was vor. Viele Leute denken ja legalistisch, dann müssen das Gerichte sprechen. Es gibt hier noch Gerichte, die funktionieren. Ich meine jetzt nicht das Bundesverfassungsgericht, wo wahrscheinlich mittlerweile ein Bundeswehrgeneral als Chef durch das Kanzleramt eingesetzt worden ist, sondern ich meine Gerichte darunter. Es gibt noch einen Rechtsstaat, der ist im Zerbrechen. Das ist ein Restbestand, den es aber zu verteidigen gilt. Und auf dem Papier steht natürlich viel mehr, aber praktisch ist das Wegducken natürlich auch bei Richtern nicht ganz auszuschließen. Aber ich würde nur einfach sagen, lass uns in diesen Widersprüchen, die real da sind, nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen. Ja, mit Flinte ins Korn werfen, finde ich, hat das wenig zu tun. Also den Widerstand fortsetzen, das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie wir ihn so fortsetzen, dass wir eine Chance haben, damit Erfolg zu haben, oder, Kevan? Dass wir uns nicht selber rauskegeln durch eine Wortwahl, bei der nur 3% mit uns gehen. Nein, aber was ich sehe, dass die Geschichte sich dahingehend wiederholt, weil findet ja ein Brain Drain statt und auch dass immer mehr Leute, die dieses Land mit aufgebaut haben, Unternehmer gesagt, ich möchte in diesem Staat mit dem hohen Steuersatz meine Steuern nicht mehr bezahlen, weil der Staat für den Bürger, der von der Regierung widerspricht, gefährlich wird. Und das ist ja genau der Punkt. Viele sagen, dass die Delegitimierung des Staates heißt aber nichts anderes. Ich kritisiere diese Regierung. Das ist der Job eines Journalisten, weil wir sollen ja veröffentlichen, was andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist PR. Das tun wir, weil wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir unseren Job so verweigern, wie das während der Corona-Zeit die Ärzte getan haben, die einfach rein mit der Spritze, ich nur Befehle, ich lese auch nicht, was drinsteht. Meinst du jetzt alles, die Band? Meinst du jetzt die Band, die Ärzte? Die, von denen rede ich gar nicht, das sind ja ehemalige Punks. Kann man auch anführen. Ehemalige Punks. Ich kann nur sagen, mein Büro war in einer Straße, da hatte der Mann aus Berlin, wie heißt er, Bela B., hatte da eine Wohnung und der kam da regelmäßig mit im Punklook, alles ganz super, mit seinem Sohn und man hat richtig, als sie mich gesehen haben, ich war bei dem Voltema, ich war der Antichrist. Wow, wenn die sich an ihre eigene, die sind gute Musiker, muss man dazu sagen. Ich habe es auch gerne gehört. Ne? Also tolles Zeug. Möchte ich gar nicht in Frage stellen, dass die in ihrem Rahmen schon guten Prank gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen, es ist musikalisch, auch wenn du jetzt den Kopf schüttelst. Man muss ja dazu sagen, Tom Robinson hat guten Prank gemacht, aber doch nicht die Ärzte. Ja, wir dürfen das nicht mit den Sex und nicht Toten Hosen. Nein, ich verstehe schon alles. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich im Nachhinein sage, jeden Titel, den die gemacht haben, das Schrott, würde ich jetzt nicht sagen, sondern allein die Nummer Geld, das Texig ist jetzt nicht ganz schlecht, war halt eine Spaßband. Aber sie haben natürlich kein politischer Partner. Männer sind Schweine, ist schierer Rassismus. Ja, ist ja gut. Aber weißt du, da wundere ich mich auch über Grönemeyer, aber ich wundere mich am allermeisten über Konstantin Wecker natürlich. Ne? So, der ja mal in früheren Jahren einen Nazi umarmen hat, nach dem Motto, wir müssen den, das würde er heute auch nicht mehr machen, weil ihn Rainer May wahrscheinlich dann in den Arm fällt. Alles zu spät. Ich kann nur sagen, für mich ist das eben so, was hier passiert ist, dass ich das weiß, dass die Leute wissen, dass ich... Schade, es ging wohl jetzt nicht mehr um die russischen Wahlen. Also, es geht jetzt wohl nur noch um was ich noch zu den russischen Wahlen sagen kann. Ja, diese Demokratie-Nachhilfe aus Deutschland, die ist da wirklich ein bisschen peinlich. Es gab da Oppositionskandidaten, die auch wirklich wirtschaftspolitisch ein vollkommen anderes Programm hatten als die russische Regierung. Und ja, also da jetzt aus Deutschland irgendwie die belehren zu wollen, ist ein bisschen albern. Der Wahlgrundsatz der Geheimhaltung wurde nicht immer erfüllt. Es gab zum Teil gläserne
gläserne Wahlurnen, sowas sollte nicht der Fall sein, aber sonst war das in Russland eine freie und faire, also okay, es war, die russischen Medien haben natürlich pro Putin berichtet und Putin hat breiten Rückhalt, keine Frage, aber die Wahl war jetzt nicht, ja, also war jetzt keine gelenkte Wahl oder so. Die Russen hatten die Wahl, sie hätten auch für die anderen Kandidaten stimmen können, sie haben das nicht getan. Wie gesagt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es gab, die Russen hatten die Wahl und sie haben sich für Putin entschieden und das sollte man respektieren. Naja, in diesem Sinne komme ich gleich wieder und wir reagieren gleich auf, wartet. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal und schließe die YouTube-Aufnahme zu dieser Reaktion auf Nachschlag.